Servus, Platin-Netzwerker hier, ich grüße euch. Ja, heute habe ich hier eine Wolf-Anlage, die ist auf Störung, beziehungsweise die macht nichts mehr. Problem ist, der zeigt mir hier nichts an, der reagiert auch nicht. Die Stromzufuhr habe ich schon mal überprüft, Spannung liegt hier an und auch hinter der Regelung habe ich auch meine Spannung, also 230 Volt liegen hier an. So, ich habe jetzt den hier mal ausgetauscht, eine neue Bedieneinheit montiert. So, hier ist die neue Bedieneinheit, den hat schon mal montiert gehabt, hat aber nichts gebracht, immer noch die gleiche Fehlermeldung, also dass er mir hier nichts anzeigt und auch nichts angeht. So, dann habe ich mal mir die Platine hier angeschaut. Die Feinsicherung hier ist in Ordnung, die habe ich überprüft. Dann habe ich hier festgestellt, seht ihr das? Der ist hier durchgebrannt. Also der Kontakt hat sich auch hier gelöst. Die Platine habe ich jetzt abmontiert. Ich zeige euch jetzt mal genau die Kontakt, der kaputt ist hier. Und hier ist der neue. Und so sollte er eigentlich aussehen. Ja, ich bin mir sicher, dass es die Ursache ist, dass am Display nichts angezeigt wird. Ja, jetzt werde ich den mal montieren. Die Platine habe ich jetzt wieder montiert, die neue. Ja, der Austausch ging relativ schnell und einfach. Ich habe jetzt circa maximal 15 Minuten gebraucht. Ja, und jetzt schaue ich mal, ob die Anlage in Betrieb geht. So, das sieht schon mal gut aus. Display zeigt mir wieder was an. Und zum anderen habe ich jetzt hier gesehen, leuchtet hier so eine LED-Anzeige. Das war vorher nicht so. Ja, das sieht schon mal super aus. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.